Beinahe ein Jahr ist NRW-Wirtschaftsminister Gareth Dün im Amt. Bereits zum zweiten Mal trieb es den 45-Jährigen in dieser Funktion nun auch wieder nach Duisburg. Treffpunkt gestern die Produktionshallen der Krone Messtechnik GmbH. 550 Mitarbeiter arbeiten hier täglich an den technischen Innovationen. Egal ob Vortex- oder Schwebekörperdurchflussmessgeräte. Seit der Gründung im Jahr 1921 hat sich Krone ständig weiterentwickelt und ist heute mit mehr als 3000 Mitarbeitern weltweit führender Hersteller in industrieller Prozessinstrumentierung. 15 Fertigungsstätten in 10 Ländern sowie ein Umsatz von 448 Millionen Euro jährlich. Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Doch neben der Führung durch die Produktionshallen stand hier auch das persönliche Gespräch auf dem Plan. Besonderes Interesse des Wirtschaftsministers erregen dabei die Auszubildenden. Eine von ihnen ist Johanna Lichtenberg. Seit September 2012 ist sie in der Ausbildung bei Krone Messtechnik. Dabei fiel ihr die Wahl für den Ausbildungsberuf nicht schwer. Bei mir in der Familie ist schon alles so technikorientiert. Und es hat mich halt schon immer interessiert, so wie so Sachen funktionieren, vor allem so Radios oder sowas. Dann war klar für mich auf jeden Fall, ich gehe in Richtung Elektronik. Und dann habe ich mein Fachabi auch gemacht in die Richtung. Und dann stand auf jeden Fall fest, auf jeden Fall die Richtung. Und dann habe ich halt so geguckt, was es für Betriebe gibt. Und da kam ich halt relativ schnell auf Krone und habe mich dann ja auch dafür entschieden. 3 Jahre, dann darf sich die 19-jährige Elektronikerin für Geräte und Systeme nennen. Doch das ist bei weitem nicht jedem vergönnt, wie Geschäftsführer Ingo Wald zu berichten weiß. Die Bewerbungen sind dann in einer Form, wo wir sofort erkennen können, dass es überhaupt keinen Zweck hat, in den gewünschten Berufen Fuß zu fassen. Wir wollen dann im Prinzip auch keine Erwartungen wecken, die wir nicht erfüllen können, weil es von vornherein eigentlich erkennbar ist, dass es nicht reicht, um diese Berufsausbildungen starten zu können. Ein Drittel der Bewerbungen wird so bereits von vornherein aussortiert. Doch wer es am Ende schafft und nach der Ausbildung ein befriedigendes Ergebnis vorzeigen kann, hat dann gute Chancen auf eine Festanstellung. Gut 33% der Belegschaft machen ehemalige Auszubildende aus, die heute in allen Hierarchieebenen vertreten sind. Ein Qualitätsmerkmal, das auch der Wirtschaftsminister zu würdigen weiß. Krone zeigt, dass es möglich ist, ein weltweit agierendes, hochinnovatives Unternehmen hier an diesem Standort zu sein, junge Leute auszubilden und diese Kultur des Familienunternehmens, das sind, glaube ich, die Elemente, die das hier ausmachen. Innovation, Qualität und Sicherheit. Das Familienunternehmen Krone zeigt, wie es geht. Für Minister Gareth Dün ein Vorbild, an dem sich nicht nur die örtlichen Wirtschaftsunternehmen ein Beispiel nehmen können.